Hallo liebe Quad-Freunde und diesmal werden wollen. Hier ist euer Hell und heute geht es etwas über Umwelt und Tuning. Zusammenhang gibt es ja verschiedene Arten von Tuning. Es gibt die optische Tuning-Sache, die ich jetzt beschränke mal auf Lackieren und Bekleben, Folieren. Und dann die andere Tuning-Sache ist Fahrgestell-Tuning halt. Ist halt zwar auch in optisch mit drin, so ein bisschen, ob es tiefer liegt oder nicht, breiter ist, aber eigentlich Fahrgestell und Fahrgestell ist ja nicht die Umwelt überhaupt nicht. Was da dran ist, das ändert auch nicht groß irgendwie an irgendwelche Ausstoßsachen und Gase oder sonst was. Und dann haben wir halt interessante Motor-Tuning. Das ist nicht nur das, worum es jetzt eigentlich geht. Wir ändern damit natürlich Abgase, die Art der Abgase und die Menge der Abgase. Da bei den meisten Leuten aber halt eben ein Motortuning nur besteht aus dem zwei Finger hoch Big Bore oder nur Hubraum ist Leistung, was natürlich Schwachsinn ist, weil nicht die Hubraum macht die Leistung, sondern der Zusammenhang von Hubraum, Verdichtung, Zündung, Spritart, das macht die Leistung. Nicht, oh, ich habe Hubraum. Ich kann viel Hubraum haben wie die Amis. Wir fahren halt 12 Zylinder und haben dann einen Durchsatz, dass eigentlich da unten der in den Hamster drin sitzt am Rad und dreht, weil der Sprit echt nur durchläuft. Und haben haufenweise Verbrauch von, keine Ahnung, von 30 Liter, 40 Liter. Aber Leistung, da kommt ein Fahrrad vorbei. Also macht zwar viel Puff und Rauch und so, aber viel passiert nicht. Nee, sowas brauchen wir nicht. Die brauchen nicht unbedingt Hubraum, die brauchen halt eben Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad, der ist das Wichtigste. Und das ändert mich auch die Firma bei den Autoherstellern jedes Jahr oder alle zwei Jahre, um halt einen neuen Wagen rauszubringen. Oder mit neuen Motor und verbessert und besser Wirkungsgrad und weniger Verbrauch. Aber darauf kommt noch zurück. Gut, erstmal zum Intro. Danke. Kommen wir zum Tuning. Also Tuning ist ja ein weitreichender Begriff. Gehen wir einfach zum Verschleiß mal hin, weil die meisten sagen, ja, Tuning schlecht für den Motor und Verschleiß und so. Aber wenn es dann die Firmen machen, dann ist es mit immer kein Tuning mehr, weil die machen ja nur das Gleiche. Ja, wenn der Motor kommt hier, bei einem Automotor, 2 Liter Hubraum und hat aber nur für 2 Liter dann 100 PS, dann 100 PS, dann ist es normal. Und sobald ein Jahr später dann rauskommt, der Motor mit 2 Liter Hubraum, 115 PS, dann ist es mit EMA ganz normal wieder. Sobald es aber ein Tuner macht, die 15 PS rausholen, dann ist es ja schlecht und schlecht für den Motor und so. Natürlich eine Blödsinn. Also solange man einen Motor richtig abstimmt, ist es kein... Mann, Vogel, halt die Klappe da hinten. Ist es kein Tuning, dann ist es eigentlich ein Anpassen. So ein optimales Optimieren, sag ich mal. So, wenn wir jetzt die Verdichtung erhöhen, dann ist es auch ein Optimieren, kann man sagen, aber ein Wirkungsgrad erhöhen. Aber solange wir alle im normalen Bereich der Materialien liegen, die verschleißen könnten, ist ja kein Problem. Also ein leicht getunter Motor, sag mal so, man sagt immer so, als Spitzenwert, die bei 100 PS bis 30 PS ist kein Problem und ab 30%, ab 30 PS dann würde dann langsam anfangen, also kann man sagen 30%. 30% mehr ist ja kein Ding und mehr als 30% fängt der Verschleiß an. So, kommt es natürlich darauf an, ob nicht vorher schon was gekürzt wurde bei Quads, wurde auf jeden Fall gekürzt, also heißt die Leistung. So, wir sind an einem Fallstellen. Wir bauen angenommen breiterer Arms ein, dann ist das eine Mehrbelastung für Lenkung. Ja, ist ein größer Verschleiß. Da ist für jeden Fall ein Verschleiß
sind erhöht. Genauso, wenn wir Spurplatten nehmen, die eine bestimmte Breite übersteigen, also vorne 5 cm übersteigen pro Seite, dann haben wir auf jeden Fall eine große Erhöhung der Abnutzung der Kugellager, weil natürlich die viel mehr aushalten müssen, die haben dann viel mehr Hebelwirkung. Genauso ist es hinten, verbreitert sich die Spur hinten allgemein bei Starrachse, denn je nachdem die Lager schneller kaputt, ist jetzt klar. Aber gut, das ist alles im Bereich des Machbaren noch. So viel kosten da nicht und die Sicherheit überwiegt, sag ich mal. Und wer ein bisschen breiter haben möchte, okay, manche übertreiben es natürlich. Also ein Quad von 1,50 Meter, tut mir leid, das ist Schwachsinn. Das ist einfach zu viel. Das ist ein flaches Auto. Also 1,50 Meter, wo kommt denn da durch? Wir haben Referenzwerte bei Pollern. Außen. So, das ist 1,20 Meter. 1,25 Meter. So, meistens, wenn ich so ein 1,24, 1,23 aufgestellt, da kommt man nicht mehr durch, denn der überzeugt man mit so einem breiten Schweißding. Da kann man mich anstellen wie ein Auto, also kann ich mal Auto fahren. Walking Ford mehr, macht keinen Spaß mehr. So, und dann im Gelände irgendwo zwischen Bäumen durchkommen, ist nicht. Sobald irgendwo ein Hindernis ist, wo dann halt eben nur Fahrradfahrer, Rollstuhlfahrer und Fußgänger durch sollen, ist auch Ende. Das heißt so, 1,20 ist so, was man machen kann. 30 Stunden meistens, die stehen meistens da, kommen die weiter alle fahren durch, bloß eher nicht. Ja, so. Umwelt. Die Umwelt interessiert sich überhaupt nicht dafür, ob nur breiter ist oder schmaler, ob man irgendwo durchkommt oder nicht. Das ist höchstens dafür, dass man halt im Stau steht und den Motor laufen lässt. Ja, und wenn es an Motor geht, dann da kommen wir dann schon zu vielen Sachen, die Umwelt doch beeinflussen, aber nicht unbedingt negativ. Also kann auch positiv sein. Zum Beispiel, was Optik angeht, also heißt hier Folieren oder sowas, ja, interessiert uns überhaupt nicht. Also der Umwelt interessiert sich überhaupt nicht. Dem Fahrzeug macht es nicht aus. Lackieren, okay, da haben wir einmal dann ein paar Dämpfe, aber im Großen und Ganzen ist halt wurscht. Ja. Und hier rausguckt, schön Hintergrund, schöne Brücke, ja, das ist hier Fehmarnsundbrücke, zumindest sehr verrostet schon. Zumindest war sie damals schon verrostet, jetzt noch verrosteter. Das war damals 2015. Da war sie schon ziemlich verkübelt. Ja, man sieht ja auch drüben die LKW lang, da ist gerade wieder ein angekommen vorne in Puttgarden. Ja, ansonsten also eine Meereserhöhung sehe ich nicht. Wenn man jetzt genau hinguckt, links auf die, aber bei ihm gesehen hatte halt eben auf die, die Brückenpfeiler und dann vergleicht mit Bildern, aktuelle Bilder auch, aktuelle Bilder vergleicht mit den alten Bildern, kann man ineinander legen, da ist Kinderhöhung, ja, 60 Jahre war Kinderhöhung, also Meereserhöhung, ja, die Klimasache ist sowieso eine Sache, ne? Also man redet über Umwelt und man hört eigentlich nur noch Klimaerwärmung und Meeresspiegelerhöhung. Blödsinn. Der Meeresspiegel erhöht sich überhaupt nicht. Ja, was hinten an Eis schmilzt, also heißt, und ist natürlich nicht alles über dem Wasser, sondern ein Eisberg ist zu 75-80% unterm Wasser. So. Und unterm Wasser ist verdrängt natürlich eine Menge. Ja, weil die meisten, die dann auf Schul Physik und so dann ja hinweisen, ist dann was zu vergessen haben. Und zwar, dass nämlich Eis eine größere Ausdehnung hat als Wasser. Heißt also, wenn Wasser hier friert, hat es eine größere Ausdehnung. Also heißt einen größeren großes Volumen. So, und das Volumen, was unten schmilzt, entspricht ungefähr, also was dann wegschmilzt beim Schmelzen, und weniger wird, entspricht ungefähr dem, was oben drüber ist. 15-20%. Weil wir haben, die Eisbarriere ist meistens halt eben meiste unter Wasser. So, und wenn das alles schmilzt da oben, wir haben halt eben, um die, was war das, 75 oder 20%, 20, 73%
Wasser auf der ganzen, also Wasserfläche auf dem ganzen Erdball, kann man sich ja ausrechnen, wenn da halt eben was ausmacht. Dann haben wir halt eben 3 mm Höhe im Wasserspiegel. Meistens vergessen ist, dass die Plattentektonik da viel mehr ausmacht. Das heißt also, die eine Platte rutscht unter die andere wird hochgeschoben auf der anderen Seite. So, entweder schiebt sich die mit einer Insel gerade nach oben, dann wird die Insel größer, ganz logischerweise. Oder die verschwindet da nach unten, dann hebt die Insel unter. Aber nicht wie in der Meereshöhe und nicht wegen der Umwelt. Also heißt nicht wegen irgendwelche Klimaerwärmung, interessiert mich niemand. Der Mensch wird das Klima nicht groß erwärmen mehr. Es sei denn, er wird noch weiter roden. So heißt, das Schlimmste eigentlich. Die USA, die Rode von den Wäldern und in Brasilien und Südamerika unten, da wo sie abholzen. Das ist das Schlimmste eigentlich. Ein bisschen CO2 von der Luft stoßen. Die meisten vergessen bei dem angeblichen Treibhauseffekt und angeblichen Treibhausgas, dass es nämlich nicht CO2 ist. Weil CO2 ist nämlich nur in der Atmosphäre 0,04%. So, tja. Ich mach kurz mal sagen, die Atmosphäre hat 78% Stickstoff, fast 21% Sauerstoff und fast 1% Argon. Dazu gehören dann Spurengase. Unter den Spurengasen ist CO2 mit bei, mit 0,04%. Passt, wenn man kaum messen mit euch. Da wollen die uns erzählen, die Politiker, und vor allem hier Fräulein Merkel, dass wir weniger Autoausstoß haben, dass wir dann das Klima verändern, wo es kaum messbar ist. Na, wo wollen sie denn messen mit euch? Für der Blödsinn. Wasserdampf, das ist ein Treibhausgas. Funktioniert. CO2 ist übrigens sehr gut für die Pflanzenwelt, weil da wachsen die Pflanzen besser. Wird in Schweden benutzt, um Treibhäuser direkt in zu befeffern. Also heißt, da hauen sie CO2 direkt drin, damit die Pflanzen besser wachsen. Ja. Aber nicht, was sie uns erzählen wollen. Der ist dafür da, um ihre zweistellige Millionenhöhe zu kriegen. Übrigens Ausstoß. Alle sagen natürlich, ja, wir produzieren natürlich unheimlich viel Ausstoß und ohne Cut und all so ein Zeug. Ne? Ja. Nur mal kurz mal einen Ausstoßvergleich machen. Also nehmen wir ein Kreuzfahrtschiff, also eins der 5 größten Kreuzfahrtschiffe. So, das produziert am Tag, also die haben ja keine Gemeindeangabe, sondern halt nur Tag. Produziert am Tag so viel CO2 wie 84.000 Autos. Ein Auto. Ein Auto produziert weitaus mehr CO2 als Bosch. Meistens das 3- bis 4-fache. So, vor allem die großen UAVs, ne, die am meisten produzieren. So, und bei Stickoxiden, die natürlich die Leute mit scharfer Nockenwelle dann halt eben, egal im Auto oder im Bot haben, wo das relevant ist. So, Stickoxide werden bei scharfen Nockenwellen produziert. Aber auch bei Diesel halt eben, wie man jetzt weiß. Stickoxide, da könnte man 421.000 Autos fahren lassen. Das ist denn so viel, wie das Schiff am Tag vorher produziert. Ja, nun sagen natürlich mit Kreuzfahrtschiffen, naja, das ist ja alles, wir haben ja 30.000 Passagiere. Ja, okay, finde ich. Also das Einfachste immer bei CO2. Ich fahre mit 84.000 Autos immer bemannt, muss ich ja mindestens eine Person drin haben, ich fahre 84.000 gegen 30.000. Ja. Fast dreifacher, ne? Also irgendwo mit 30.000 als Argument haut ich hin. So, und wenn man einen Feinstaub nimmt, was so ein Kreuzfahrtschiff schön produziert, kann man über 1 Million Autos fahren lassen an dem Tag. So, das möchte ich mal sehen, wie das hinhaut. Und dann sollen sie mal anfangen, da zu reduzieren, nicht mehr auf der Straße. Und wenn es um Schwefeldioxid geht, dann sind es, jetzt haltet euch fest, weil sie nicht gerade Leichtöl fahren, sondern ihr billige Braunkohleteeröl, wo man so schön riechen kann, wenn man irgendwo an Bahnschwellen vorbeigeht, dann können 376 Millionen Autos fahren. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Autos es auf der Welt gibt, aber
Das ist schon mal eine Sache hier. Die ganze Sache hat berechnet hier, wo war das gewesen? Nabu. Jetzt so ein PDF, also wer nachgucken möchte, kann gerne gucken. So, genug den Vergleich hier. Ja, also, wenn wir jetzt also eine scharfe Nockenwelle, wie wir gerade gehört haben, einbauen, dann produziert die mehr Stickoxide. Das heißt, so schärfer die Nockenwelle ist, umso mehr Stickoxide werden produziert. Muss nicht unbedingt sein, also man muss nicht unbedingt eine scharfe einbauen, das werden wir mal brennen. Bringt auch nichts über Straße, also über Straße bringt also eine schwache bis mittlere her. Weil die starke ist halt eben nur im oberen Hitzebereich. Das heißt also, man müsste immer nur im Feuersbereich fahren. Fährt man jetzt eine Nockenwelle, die man sich aussuchen kann, auf eine Variomatik, keinen Motor, hat es einen Sinn. Bei meinen Klienten ist ja meistens keine Auswahlmöglichkeit da. Die Nockenwelle, also hat die Sache also weg. So, erhöht den Hubraum, egal bei welchem Fahrzeug, erhöht natürlich auch den Ausstoß hinten aus dem Auspuff. Hat Vor- und Nachteile. Ja, Hubraum ist nicht alles. Die meisten sagen, Hubraum ist alles und nur der Hubraum bringt die Leistung. Schwachsinn, weil nur Hubraum, Verbindung von Verdichtung, heißt 9,2:1, 10:1, 11:1 und Zündung, bringt die Leistung. Natürlich in Verbindung mit dem Gaser, Einspritzanlage, je nachdem, wie das Gemisch zugeführt wird. Und natürlich abhängig von Durchmessern der Ansaugkanäle und des Auspuffs. So, wenn wir jetzt Hubraum erhöhen, haben wir mehr Ausstoß. Okay. Haben wir auch mehr Verbrauch. Ist klar, aber nicht so viel Leistung mehr. So, wenn wir jetzt nur die Verdichtung erhöhen, vom Motor. So heißt, plan den Kopf, dann hat man den Wirkungsgrad erhöht. So, dann verbraucht man weniger, hat eine höhere Leistung, eine weitaus höhere Leistung und verbraucht natürlich nicht nur weniger Spritze, sondern hat auch weniger Ausstoß hin. Und da ist nichts mit Stickoxide. Irgendwann fängt es dann mal an, aber da kann man eine Menge machen. Das heißt, wenn man jetzt hat einen Verbrauch 9,2:1 Verdichtung 9,2:1, dann kann man da ruhig auf 10,5 gehen, ja, kein Problem. Allerdings muss man die Spritsorte ändern, man darf auf gar keinen Fall Zündung oder Verdichtung anheben, ohne jetzt den Sprit zu ändern. Das heißt von 95 Oktan auf 98 Oktan. Jetzt hier also jetzt von 9,2:1 auf 10:2:1 zum Beispiel, dann sollte man schon auf 98 Oktan erhöhen. Geht man dann hoch auf 11:1, ja, kann man das noch belassen, aber ist das schon wieder haarig an der Kante? Naja, muss nicht sein unbedingt. Haut man den Nockenwelle dazu noch, die noch mehr Füllung bringt, heißt mehr Füllung, mehr Kompression, mehr Verdichtung. Wird man wieder erhöhen ein bisschen. Am besten ist, wer nur Zündung ändert, sollte auf jeden Fall auf 98 gehen. Wer ausschließlich nur Verdichtung erhöht ein bisschen, also heißt um 1 oder 1,5, sagen wir bis 11:1 ungefähr, kann man das belassen, also heißt nur um 1 erhöhen, reicht das. Geht man höher, muss man auf jeden Fall noch höher. Danach kommt halt eben dann 100 Oktan bei Shell oder 102 Oktan, wo ich aber rate, immer gleich dann auch vom Preis her auf 102 Oktan zu gehen. Höchst, was du bekommen ist, die garantieren 102 Oktan auf jeden Fall und ansonsten noch höher, teilweise wo die messen von Leuten schon halt 3 und 104. Natürlich optimal ist, der Motor läuft früher. Angegeben ist halt eben 95 Oktan und dafür ist auch alles zurückgenommen worden. Also heißt, die haben Leistung zurückgenommen. Der Gaser ist kleiner geworden oder hinten wird es gemacht durch einen kleinen Auspuff, damit er halt eben wenig Leistung rausbläst. Und dann sind halt die meisten Zündungen zurückgenommen noch und Verdichtung ist meistens unten gehalten, dann können die halt die Billigländer halt mit Wattbenzin fahren. Ist natürlich Mucks. Wir haben hier
mindestens 95 Oktan und den Waschbenzin. Waschbenzin hat 91 oder 90. So was wie damals, auch in den 80er Jahren, ich erinnere mich noch gut dran, wo er dann tanken waren und dann war mit immer das mit Normalbenzin weg, mit 90 Oktan. Ja. Da habe ich gesagt, nur los, 95 Oktan, wo man tanken. Ja, und jetzt tanken sie halt den Alkohol dazu, der Pflichtanteil, der bringt hier halt so viel. Übrigens, es gibt keinen Sprit in unserer Zeit hier, wo die Zündkerzen nicht Rehbohren werden. Diese Annahme ist völlig falsch. Bei jedem Sprit, bei jedem normalen Sprit, der mit Benzin gemacht ist, gibt es die braune Kerze. Das ist bei E10. So, E10 ist natürlich nicht empfehlenswert, weil da muss alles geändert werden. Also alles, was Einstellung ist, muss bei E10 geändert werden. Tankt man jetzt nur Alkohol, also heißt wird, 85, ja, E85, dann kann man davon ausgehen, dass man keine rehbraune Farbe mehr sieht auf Zündkerzen. Kann man nur noch nach Lambda und Einstellung gehen. Ja, mit Lambda die Einstellung ist sowieso das Beste, der Umwelt zuliebe. Erst haben sie uns gesagt, ja, ihr wart im Polizeiwagen, ja, Tatsache. Der erste, den ich auf jeden Fall gesehen hatte, zu der Zeit jedenfalls. Da rumgefahren, eine ganze Weile, aber ein bisschen. E85. Ja, E85 ist ein fast Alkohol. Man kann den Motor umbauen darauf, auch ein Quadmotor, geht auch. Allerdings lohnt sich das nicht für einige Tankstellen. Es gibt zu wenig. Und man spart nicht bei E85, im Gegenteil, man verbraucht erheblich mehr und zwar fast ein Drittel. Und bei einem Drittel Mehrverbrauch ist dann irgendwann der Sinn weg. Ja, also wer da was umbauen möchte, wegen Umwelt, okay, ist natürlich absolut sauber, selbst dann keine rehbraunen Kerzen mehr und hinten kommt fast nur noch Wasserdampf raus. Lohnt sie denn schon und vor allem lohnt sie es für eigene Länder, die halt sowas nur haben. Weil hier muss ich gerade anhalten wegen der Fliege im Ohr. Ich wusste nicht, ob es rein oder raus wollte. War penetrant und ekelhaft. Also möchte ich nicht nochmal erleben. Den Helm schmeiße ich gerade weg, wo die hingeflogen ist. Ja, ich sag mal, das reicht erstmal so für Umwelt, VS Tuning, was für und wie widerspricht und was so ein bisschen passiert. Dann kommen wir mal zum Abspannen. Dann schönen Dank nochmal. Wer Lust hat, kann ja was hinterlassen. Ciao.